Was musst du zum Quader in der Schule alles wissen? Welche Fehler darfst du beim Zeichnen oder beim Rechnen am Quader nicht machen? Nun, das Thema Quader ist ziemlich umfangreich im Schulunterricht vorhanden und hier bekommst du mal einen Überblick. Zwei Möglichkeiten für dich. Wenn du viel Zeit und Lust hast, kannst du dir einfach die einzelnen Themen jetzt nacheinander mal angucken. Dann bekommst du ein umfassendes Verständnis zum Quader. Oder unter dem Video findest du Timestamps, also Zeitmarken, mit denen du jeweils vorspringen kannst, wie man ein Quader zeichnet oder wie man die einzelnen Punkte am Quader berechnen kann. So, Quader zeichnen, also ein Schrägbild anlegen. Es gibt erst einmal zwei Möglichkeiten, wie dir die Informationen dafür gegeben sind. Also Möglichkeit 1, du hast A, B und C von diesem Quader gegeben. Also zum Beispiel A sei 8 Meter, B sei 10 Meter und C 6 Meter. 8 Meter, 10 Meter, 6 Meter, also A, B und C gegeben. A, B und C bei einem Quader sind ja nichts anderes als Länge, Breite und Höhe. Und das ist die Alternative, also A ist normalerweise die Länge, also 8 Meter. B steht meistens für die Breite, 10 Meter also. Und C ist dann die Höhe, 6 Meter. Das heißt, die Angaben zu einem Quader, um den zu zeichnen, können mit A, B und C gegeben sein oder mit Länge, Breite und Höhe. So, im nächsten Schritt das Ganze jetzt zeichnen und wir fangen mit A, also mit der Länge von 8 Meter an. Starte hier unten, weil ich brauche ein bisschen Platz nach hier oben. Also 8 lang. Das ist jetzt unsere Länge oder A. Als nächstes zeichnen wir C, also die Höhe, und zwar 6 Meter. Geodreieck nehmen und hier ist ein Strich, der durchführt. Und diesen Strich legen wir auf A drauf und gehen um 6 nach oben. Wenn wir mit dem Strich hier arbeiten, hat das den Vorteil, dass hier ein rechter Winkel auch entsteht beim Zeichnen. Und der ist wichtig beim Quader. Also anlegen, Strich machen, Geodreieck drehen und diesen Strich erneut auf A anlegen, allerdings auf der anderen Seite. Und auch hier jetzt 6 nach oben zeichnen. Das ist unsere Höhe oder auch B. Quatsch, C. C ist das, Höhe oder C. Und jetzt verbinden wir die beiden Linienenden. Und erhalten ein Rechteck. Also, wir haben A und C gezeichnet, jetzt fehlt noch die Breite oder auch die Tiefe, also B. Wie funktioniert das? Nun, wir müssen jetzt im 45-Grad-Winkel nach hinten zeichnen. Also die Tafel, die ist eben und ein Quader ist räumlich und irgendwie muss man auf einer Ebene ja darstellen, dass das Ganze räumlich ist. Und das funktioniert, indem wir mit unter 45 Grad Winkel nach hinten zeichnen. Das macht man folgendermaßen. Ich fange jetzt mit der Ecke hier oben mal an. Wir legen das Geodreieck so an mit 0 in der Ecke. Und hier gibt es einen Strich. Und zwar unter 45 Grad. Also hier oben 45, da machen wir einen kleinen Punkt. Hierhin. Dasselbe. Hier 0 anlegen. Kleiner Punkt. Und für die Ecke natürlich auch. Geodreieck anlegen. Bei 45 Grad einen Punkt machen. Und auch hier bei 45 Grad einen Punkt machen. Von der Ecke zu diesem Punkt jeweils gezeichnet, das sind 45 Grad. Jetzt müssen wir noch gucken, wie weit wir zeichnen müssen. Und diese Tiefe, also B, ist 10 Meter lang. Allerdings zeichnen wir das Ganze nur halb so lang.
Das ist im Prinzip die zeichnerische Vereinbarung dafür, um in die Tiefe zu zeichnen. Also wir zeichnen nicht 10 nach hinten, sondern nur 5. So, wir legen also das Geodreieck jetzt an. An die Kante und an unseren Punkt und zeichnen eine Linie bis zur Zahl 5 auf dem Geodreieck. Einmal. Auch hier bis zu 5. Und hier unten ebenfalls bis zu 5. Jetzt ganz wichtig, der Punkt hier, das ist ja eine Linie, die von hier vorne nach hier hinten geht. Wenn der Quader nicht durchsichtig ist, dann sieht man diese Linie nicht. Die ist verdeckt. Und wenn etwas verdeckt ist, dann zeichnet man das Ganze nur gestrichelt. Also das ist eine Strichlinie. Das heißt, beim Schrägbild musst du darauf achten, A, die Breite, also die Tiefe des Ganzen unter 45 Grad zu zeichnen und die verdeckten Kanten gestrichelt. Soweit dazu. Die Hilfspunkte, die kann man wegmachen oder auch einfach nicht mehr beachten. Jetzt haben wir in die Tiefe gezeichnet und zwar mit 10 Meter oder B hier. Das ist B, 10 Meter lang, gezeichnet halt nur 5 Meter lang. Diese Punkte werden jetzt miteinander verbunden. Also hier oben. Einmal, dann hier rechts außen. Und dieser Endpunkt hier, der wird ebenfalls verbunden. Und zwar einmal mit hier oben. Und zwar gestrichelt. Weil der ist auch von vorne nicht sichtbar, wenn der Quader nicht durchsichtig ist. Also auch eine verdeckte Kante. Und auch hier hinten, diese ist ebenfalls verdeckt. Auch eine verdeckte Kante. So, jetzt haben wir unser Quader gezeichnet. Das Schrägbild ist also komplett. So, das Volumen von einem Quader berechnen. Wenn du dann die Formelsammlung reinschaust, dann erhältst du folgendes. Entweder Volumen ist gleich A mal B mal C, also A, B und C, oder Volumen ist Länge mal Breite mal Höhe. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie das Ganze hier bezeichnet wird. Also mit A, B und C oder mit Länge, Breite, also das ist die Tiefe und Höhe. Die beiden Möglichkeiten gibt es in der Formelsammlung. Wie auch immer, die drei Größen müssen miteinander multipliziert werden. Das heißt folgendes, angenommen, wir sollen das Volumen ausrechnen. A sei, sagen wir, 5 Meter mal B sei 4 Meter mal und C sei 3 Meter. Nehmen wir das mal als Beispiel. Ganz wichtig, alle Angaben müssen in der gleichen Einheit vorliegen. Also zum Beispiel alles in Meter oder alles in Zentimeter. Wenn du gemischte Angaben hast, also Meter und Zentimeter gemischt oder Kilometer und Meter gemischt, dann musst du das erst umrechnen auf die gleiche Einheit. In dem Fall hier haben wir überall Meter, daher können wir direkt rechnen. Also V ist gleich, Volumen ist gleich. Es sind zwei Multiplikationen. Hier wird jetzt von links nach rechts gerechnet. Also zunächst 5 Meter mal 4 Meter. 5 mal 4 von den Zahlen her ist 20
und Meter mal Meter ist Meter hoch 2, also Meter Quadrat, Quadratmeter, mal 3 Meter. Also Meter mal Meter ergibt Quadratmeter. Und jetzt können wir weiterrechnen. 20 Quadratmeter mal 3 Meter. 20 mal 3 ist 60. Und Meter hoch 2 mal Meter ist Meter hoch 3. Also hier immer sehr darauf achten, dass du die Einheiten richtig angibst. Also das Volumen von diesem Quader wäre 60 Kubikmeter. Also Meter hoch 3 ist Kubikmeter. Wenn du in die Formelsammlung reinschaust, dann entdeckst du zur Quaderoberfläche diese Formel hier. Also O für die Oberfläche ist gleich 2AB plus 2AC plus 2BC. Also A ist die Länge hier, B ist die Breite, also die Tiefe von der ganzen Sache, von dem Quader, und C ist die Höhe. Und die Oberfläche berechnet sich nach der Formel. Hier sieht man, dass es jeweils zwei Rechtecke gibt, die gleich groß sind. Also vorne und hinten die Rechtecke sind gleich groß, rechts und links die sind gleich groß und Deckel und Boden sind ebenfalls gleich groß. Und das spiegelt sich hier in dieser Formel wieder. Nehmen wir als Beispiel mal Folgendes. A sei 2 Meter lang, B also sei 1 Meter und C sei 3 Meter. Ich habe jetzt extra mal kleine Zahlen genommen, dass man das Ganze auch im Kopf ausrechnen kann. Dann ist die Oberfläche Folgendes. Oberfläche ist gleich 2 mal A ist 2 Meter mal B ist 1 Meter. Also zwischen A, B und der Zahl steht jeweils ein Malzeichen. Das ist das Erste, was du wissen musst. In der Mathematik wird das oft nicht ausgeschrieben, allerdings hier geht man einfach von einem Malzeichen aus. Also 2 mal 2 Meter mal 1 Meter plus 2 mal A ist 2 Meter mal C ist 3 Meter plus 2 mal B mal C. B ist 1 Meter mal C ist 3 Meter. Jetzt ganz wichtig, wir haben hier Multiplikation und wir haben hier Addition. In der Mathematik gilt die Regel Punkt vor Strich. Also gehen wir jetzt erst einmal her und rechnen alle Multiplikationen aus. Das darfst du nicht falsch machen. Wenn du diese Regel nicht beachtest, bekommst du ein falsches Ergebnis. So, wir haben hier 2 mal 2 Meter mal 1 Meter. 2 mal 2 mal 1, das ist 4. Und Meter mal Meter ist Meter Quadrat. Plus 2 mal 2 Meter mal 3 Meter. 2 mal 2 ist 4, mal 3 ist 12. Meter mal Meter ist Meter Quadrat. Plus 2 mal 1 Meter mal 3 Meter. 2 mal 1 mal 3. 2 mal 1 ist 2, mal 3 ist 6. Und zwar Meter mal Meter, Meter Quadrat. Erst alle Multiplikationen ausrechnen und jetzt im Anschluss erst addieren. Ich mache mal hier drüben weiter. Die Oberfläche ist, jetzt müssen wir einfach nur die Zahlen addieren. 4 Meter Quadrat plus 12 Meter Quadrat plus 6 Meter Quadrat, also 4 plus 12 plus 6. 4 plus 12 ist 16 plus 6 ist 22. Also ist die Oberfläche 22 Meter hoch 2, also 22 Quadratmeter. So, noch einmal, was ist ganz wichtig? Punkt vor Strich beachten, wie eben hier gezeigt. Und für dieses Beispiel hier lagen alle Angaben in Meter vor. Wenn du gemischte Vorgaben hast, also eine Angabe in Meter und die andere in Zentimeter, dann musst du erst einmal alles auf die gleiche Einheit umrechnen. Also entweder alles auf Meter umrechnen, alles auf Zentimeter umrechnen oder alles auf Kilometer umrechnen. Völlig egal, mach das, was einfach ist. Allerdings achte darauf, dass überall die Einheiten gleich sind.
Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch weitere Erklärungen oder Übungsaufgaben zum Quader brauchst, findest du diese dort ebenfalls. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.